Hallo, und heute möchte ich euch die neue Tassimo T55 vorstellen, die ich ja vor kurzem jetzt zugesendet bekommen habe zum Test. Heute habe ich mal die Zeit gefunden, um ein wenig ja, mehr zu machen, als sie nur auszupacken. Wie ihr seht, sie hat ja schon unseren Platz gefunden in der Küche. Ja, was haben wir denn hier? Heute machen wir ein Milka-Kakao. Denn die Tassimo ist ja nicht nur eine Kaffeemaschine, die Kapseln hat, sondern vielmehr ein Heißgetränkeautomat, mit dem ihr eben nicht nur Kaffee zubereiten könnt oder Espresso, sondern eben auch Tee oder eben, wie in meinem Fall, leckeren Milka-Kakao. Hier so sieht das Pad aus. Und dazu gibt es eben noch auch ein Milchpad. Das ist so eine Besonderheit von der Tassimo. Diese milchhaltigen Getränke haben eben auch eine eigene Milchkapsel. Wir fangen als erstes mal mit der Milch hier an. Platziert sie hier einfach ganz einfach rein. Dann wird der Deckel runtergeklappt. Und ich drücke jetzt einfach mal hier auf Plus. Und so, tschuk. Die Tassimo fängt an, jetzt Wasser warm zu machen und Tröpfchen für Tröpfchen kommt gleich was raus. Boah, das geht doch schon. Also auch der Milchschaum, der wird echt wunderbar mit der Tassimo. So, okay. Unsere Milch ist fertig. Rufi. Öffne mal wieder den Deckel. Alle. Und jetzt kommt die Milka-Tee-Disk rein. Auch wieder hier rein. Hier ist der Barcode, dem die Tassimo erkennt, dass es sich hier um eine Milka-Tee-Disk handelt. Ich drücke wieder hier mal mein Plus-Ding und gleich kommt der Kakao raus. Also, der Kakao wird richtig wunderbar. Also, er schmeckt schön nach Milka-Schokolade. Und ja, meine kleine Tochter liebt diesen Kakao. Sie liebt generell Kakao, aber den mag sie hier auch sehr gerne, wenn sie mal einen warmen Kakao haben möchte. Dann muss ich ihr immer einen mit der Tassimo zubereiten. Und sieht ganz schön aus. Genau hin. So,